Ich glaube, dass die Kinder, oder ich bin mir sehr sicher, sehr viel mitnehmen werden. Und man kann Weichen stellen, die sie sonst vielleicht gar nicht gesehen hätten. Also man kann ihnen aufzeigen und sie werden selber spüren und erfahren, wie wichtig sie sind und wie sehr sie das einfach auch selbst in der Hand haben, mit einem Coach an der Seite, um zu schauen, wie Schwierigkeiten gemeistert werden können. Und das sind ja auch viele Methoden, die sie selber anwenden können im Unterricht oder vor dem Unterricht oder im Sport oder so. Das ist ganz entscheidend, denke ich. Ich bin Katharina Saskia-Pohl, ich bin Erzieherin, 33 Jahre alt und ich habe mich dazu entschieden, diese Ausbildung, Weiterbildung zu machen, weil es doch immer mehr auffällige Kinder gibt, die Schwierigkeiten haben und die an Grenzen stoßen und ich möchte ihnen gerne Hilfestellung geben und Möglichkeiten, Methoden zeigen, dass sie einfach ihre Blockaden und ihr Potenzial entfalten können. So, und deswegen möchte ich das machen. Ich bin da ziemlich locker in Anführungsstrichen rangegangen. Ich habe geguckt, okay, was kann ich mitnehmen? Und ich habe ganz viel mitgenommen. Und ich hatte nicht so einen totalen Plan, was jetzt auf mich zukommt, sondern ich habe gedacht, okay, du nimmst mal alles mit, was dir da so beigebracht wird und was du selbst entwickelst. Glaubenssatz auf jeden Fall. Ich denke, das macht ganz viel, weil es so feste Strukturen sind und das ist so eingefahren alles. Und das finde ich super. Ich bin auch sehr begeistert vom EFT. Habe ich selbst schon auch bei mir mehrfach angewendet und das ist ganz toll. Also das sind so meine, bis jetzt so meine Hauptsachen, ja. Es verändert einen. Es gibt einem Selbstbewusstsein, Stärke, Ziele. Man kann, ich habe gelernt, noch ein bisschen mehr, wer ich bin. Und wo meine Schwierigkeiten auch sind und es hat durch gerade auch Glaubenssätze schon sehr viel Neues bewegt. Also der Blick wurde weiter und man traut sich auch mehr zu. Ich habe mir mehr zugetraut. Super, ehrlich gesagt. Ganz toll. Ich weiß, dass ich da so sein kann, wie ich bin. Das finde ich total toll. Und es ist so durch die Musik, das ist ja schon verankert in uns allen und es gibt so eine tiefe und eine ruhige Atmosphäre und wir sind, ich glaube, wir werden immer ausgeglichener und trotzdem kann jeder so sein, wie er ist und das finde ich ganz wunderbar. Er sagt auch immer, er bringt Metaphern rein und Beispiele und ich glaube, dadurch wird es einfach wahnsinnig anschaulich und man kann einfach viel länger zuhören an einem Stück. Das ist wirklich wunderbar und er bringt es einfach auch glaubhaft rüber. Das ist nicht irgendwas, was er mal sich ausgedacht hat, sondern das sind wirklich Erfahrungswerte. Und was ich so schön finde, ist, er hat Erfahrung von Kleinkindern bis zum 86-jährigen Mann, hat er schon erzählt, einen älteren Herr. Und das sind so Besonderheiten, und die das einfach spannend und interessant machen und sehr anschaulich einfach.